Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Bild, was wir heute malen, liegt mir ganz besonders am Herzen. Es ist nicht irgendein Bild, es ist keine Auftragsarbeit, es ist ein Bild, was ich gemalt habe für den Charity-Livestream Friendly Fire 6, welcher am 6., am 5. Dezember stattfindet. Und ich bin sehr froh und geehrt, bereits zum zweiten Mal jetzt ein Bild dafür malen zu dürfen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Friendly Fire ist, habe ich unten in der Videobeschreibung den Wikipedia-Link dazu. Im Groben kann man sagen, 11 große deutsche YouTuber und Streamer veranstalten einmal im Jahr einen großen Spendenstream und stiften alle Erlöse an soziale Einrichtungen und Projekte. Zu diesen Streamern gehören Gronkh, Pandoria, die Pietsmeets, Mr. Morgame, Funk Royal, Fischkopp und der Heider. So, und dieses Bild, was wir heute malen, wird eben an diesem Friendly Fire Event am 5. Dezember für den wohltätigen Zweck versteigert. Und deshalb ist es mein Ziel, das Bild so gut wie möglich zu malen, damit es so viel wie möglich bei der Versteigerung einbringt. Und hier noch ein paar Daten zum Bild. Die Größe ist 100x70 cm. Zeit der Entstehung waren ca. 38 bis 40 Stunden von der ersten Skizze bis zum fertigen Bild. Und gemalt wurde natürlich wie immer mit Pastellkreide. Ja, bevor es mit dem Bild richtig losgeht, seht ihr hier die erste grobe Bleistiftskizze. Die war wichtig wegen der Anordnung der verschiedenen Charaktere. Man sieht hier auch, dass die Proportionen noch ein wenig unausgewogen sind. Gronkh ist hier viel zu groß und zu weit links angeordnet und zwischen dem Heider und Sepp ist eine große Lücke. So, und das hier ist jetzt die endgültige Vorzeichnung. Hier passen die Charaktere gut zusammen, der Friendly Fire Schriftzug passt und es ist unten genug Platz für die Unterschriften, die ganz am Ende noch auf das Bild kommen. Und jetzt können wir anfangen mit Malen. Ich fange hier mit dem Hintergrund an, wie ich das oft mache bei meinen Bildern. Ein dunkler Hintergrund, ein paar Polarlichter wollte ich noch mit unterbringen. Die Streifen, wie ich sie hier gerade male, die haben mir zuerst gar nicht gefallen. Die habe ich dann nochmal weggemacht und habe es mehr durch ein Leuchten so im Hintergrund ein bisschen ersetzt. Und das ist viel stimmungsvoller, passt nachher auch viel besser zu dem unteren Teil des Bildes, wo mehr warme Farben, gelb, orange, rot, wie Lagerfeuer vorherrschen. Ja, die Gesichter waren auch nochmal schwerer als normale Porträts zu malen, halt wegen den ganzen Frisuren, wegen den Bärten, wegen der Gesichtsbemalung und so weiter. Das war doch mehr anspruchsvoll als normale Porträts. Genauso wie die Kleidung, die Rüstung, die Schwerter, Äxte, Schwerter sind keine dabei, aber viele Äxte, die Felle um die Schultern und so weiter. Das, ja, war alles sehr, sehr aufwendig. Aufgrund der vielen Gesichter und auch der vielen Details im Bild, ja, dauert das Video auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr haltet durch bis zum Schluss. Ich lasse euch jetzt in Ruhe das Bild genießen, wie es entsteht. Mach euch noch ein bisschen Musik an und ich hoffe, ihr schafft es bis zum Ende durchzugucken. Also, viel Spaß!